Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Pile-Up zeigen auf der neuen Karte Verlassener. Und zwar müsst ihr als erstes durch den Teleporter gehen und zur Hauptstraße gehen. Hier müsst ihr jetzt die erste Tür überspringen und das machen wir, indem wir hier drüber klettern mit Zombies hinter uns. Und danach geht zu der Position, wo ich hingehe, rennt gegen den Wagen und drückt auf Messern. Dann fliegt ihr hier hoch, Leute. Und könnt dann durch den Teleporter gehen und habt die erste Tür übersprungen. So, jetzt lauft durch den Teleporter und hier kriegt ihr jetzt Barrierenschaden. Ihr müsst ganz schnell am besten die Tür vom Kino aufmachen, damit der Barrierenschaden weggeht. Ihr könnt auch andere Türen aufmachen. Aber wenn ihr diese Tür jetzt aufmacht, Leute, zeige ich euch einen Spot, wo ihr euch hinstellen könnt, wo die Zombies sich vor euch versammeln. Und zwar geht hier an der Videothek in diese Ecke, springt hier auf diesen Kasten und alle Zombies werden sich jetzt vor euch hier versammeln. Das Blöde an diesem Glitch ist, dass ihr nicht Pekka-Punchen könnt, beziehungsweise die Teile für Pekka-Punch spawnen nicht, da ihr die erste Tür übersprungen habt. Wenn ihr dann irgendwann hier raus wollt und nicht mehr so viel Damage macht, wenn ihr zum Beispiel genug Headshots gemacht habt und ein bisschen Geld habt und danach das Easter Egg anfangen wollt, dann müsst ihr nochmal mit dem Teleporter zurück und die Tür unten auf der Hauptstraße aufkaufen, damit die Sachen für das Easter Egg und Pekka-Punch spawnen. So, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all diejenigen, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.